Ey, sowas Schönes machen wir nicht so schnell wieder, ich sag euch das. 8:52 Uhr. Wir warten auf Matze. Guck an! Matze ist pünktlich. Krass. Richtig gut. Also hinter Fall kannst du auf jeden Fall nicht sehen. Mit der passiert gar nichts. Ja. Merkst du bloß ballern und dann denkst du so, oh jo, muss man halt. Oh, aber Lenkachse vorne ist geil. Okay. Da macht Spaß. Viel besser. Das ist viel besser, so fühlt mir auch viel wohler. Ja. Also Schweiz-Vibes. Schweiz-Vibes. Ja, doch wirklich. Boah, die letzten 170 Kilometer, die ziehen sich aber auch, ne? Ja, weil du das vorhin ausgesprochen hast. Komm, das ist doch hier einmal nach Hamburg fahren. Ja, genau. Wirklich nicht gut. Oh nee, die heizen. Guck mal, die heizen einfach nur. Krass, deswegen ist das alles verqualmt. Das sieht aus wie so ein Kraftwerk. Das ist einfach ein normal, ein Familienauto. Jo, wir sind angekommen. Jetzt sind wir doch schnell durchgekommen heute. Ging fix? Ja, 19:50 Uhr haben wir. Guten Morgen. Wir haben uns jetzt entschieden, weil das Wetter maximal gar nicht so gut ist. Das Wetter ist halt ohne Sicht heute, deswegen gehen wir mit ohne Karten. Ich nehme ihn mal raus. Kann ich jetzt sagen? Ja, wir haben zwei Pläne für dieses schöne Wochenende. Und zwar, was machen wir? Wir gehen einmal zu so einem Gebirgssee. Ja. Das machen wir heute, weil heute keine Sicht ist. Das große Meerauge. Ja. Echt? Heute wollt ihr die Badehose auspacken? Ja. Und morgen gehen wir dann auf einen Berg, weil dann hoffentlich die Sicht besser ist. Was haben wir jetzt? 10.46 Uhr. Geil. Ist doch recht zeitig für Matze. Ist wirklich zeitig. Was heißt denn für Matze? Geil. Let's go, Alter. Das wird mal ein anderes Video, würde ich meinen. Könnte an einem dritten Kompagnon liegen. Schon mal gesehen habe. Müssen wir jetzt noch weiterfahren oder sind wir noch nie in der Schweiz? Also wir sind jetzt angekommen am Parkplatz und fangen jetzt an mit unserer Tour. Und da hinten so zu sehen ist die Hohe Tatra. Ich glaube, den nennt man Hohe Tatra. Vielleicht ist es auch falsch. Aber 20,4 Kilometer aus dem Schatten. Was? Bitte mir geschickt hast. Nee, dann ist das aber was anderes. Nee, Meerauge-Wanderung. Mit hin und zurück. Okay. 5 Stunden? Ja. Ja. 20,4 Kilometer. Wer ist ja nur gerade? Okay. Navi gehen. Jetzt, da gehen die jetzt. Bezahlen die jetzt den offiziellen Navi? Nein, oder? Nein, bitte nicht. Wir müssen nicht nochmal bezahlen, oder? Muss man hier zahlen? Das ist doch einfach nur Natur. Sorry, do you speak English? Yes. Do we have to pay for... how much is it, do you know? Low cost. Okay. Ten low cost. Okay, thank you. Jetzt sind wir drin im Nationalpark. Jetzt sind wir drin. Jetzt sind wir drin. In deinem Hauptfach? Ja, Hauptfach. Ja, Hauptfach. Hauptfach ist Mathe gewesen. Soll ich den Schnaps auspacken? Ich hätte jetzt gerade schon wieder gesagt, ne? Das sieht aus wie eine Schweiz. Das ist einfach Fakt, Alter. Ja. Das ist so krass, wir sind in Polen. Ja, denk mal. So geil! Ja, kann es sein, dass das der erste warme Tag hier ist, sonst würde doch sowas nicht mehr da sein. Oder ja, ist der erste warme Tag. Ja, guck mal, da drüber steht auch ein bisschen der Dunst. Da schmilzt gerade. Ja, stimmt. Oh ja, stimmt, ne? Was? Deine Uhr sagt 4,8. 16 Kilometer noch zurückzulegen. 4,8, 5700 Schritte. Und wir sind eine Stunde unterwegs. Aber ja, dann passt das doch mit 2,5 Stunden. Oder was? Wow, hey, wir haben fünf, nicht mal 5 Kilometer von 20. Und dann passt das mit 2,5 Stunden, wenn wir eine Stunde unterwegs sind. 2,5 Stunden bis zum See ist meine These. Ach so. Hä? Ja. Fünf?
10 bis hoch, hast du gesagt. Der Berg ruft. Ich hab's im Kopf gehabt. Geburtstag. Wolltest du pinkeln oder was? Nee, alles fake. Das Wasser kommt aus dem Schlauch. Alles fake. Unfassbar. Es ist egal. Es ist einfach nur schön. Ohne Worte, sprachlos, geil. Man kann die ganze Tourismuskacke kannst du auch gut ausblenden. Funktioniert. So, jetzt aber mal ein paar Meter machen, wa? Ich weiß gar nicht, worauf wir die ganze Zeit warten. Immer wieder sagst du, als wenn wir keine Meter machen, wir sind bei 7,1. Okay. Ja, weil wir so viel labern, dass die einfach so. Wow! Der war gut! Oh. Vertraust aber dem Holz. Entschuldigung, Sie! Hallo! Das ist ein Nationalpark! Pullern Sie dahin? Das ist das ganz fein. Nee, finde ich nicht gut, ganz ehrlich. So, wie ehrlich ist los? Oh! Entschuldigung. Guckt euch das an. Ist hier empty? Also, kann nicht sein, dass da Eis drauf rumschwimmt. Das ist ja aber nicht. Der End of the Road? Oh. Alter. Alter, wie schön ist das? Das ist ja der erste. Das ist nicht wie eine Schweiz, Alter. Das ist wie eine Hohen Tatra. Und jeden Mal stehst du bei der Route um. Viel Erfahrung erforderlich. Finde ich gut. Ich hab so einen leichten filmerischen Orgasmus. Wie schön ist denn das? Ja, das ist wirklich krass. Sehr schön. Schön ist das. Ganz ehrlich, wie schön ist das? Das ist super schön. Das ist halt wie ein Gemälde, ne? Wie ein, das ist wie Gemälde. Das ist wie ein Bildschirmschoner. Das ist eine, genau. Eine Postkarte. Bildschirmschoner, Postkarte trifft alle zu. Postkarte ist ein bisschen oldschool, aber okay. Ja, aber okay, ich bin aber auch nicht online. Postkarte? Oh. Das ist ein schöner Spot hier. So, für, oh, ich. Dass wir uns mal. Da! Wo? Da, siehst du da oben? Ja! Oh, wie krass. Wo? Links. Da oben. Da, wo die kleine. Genau in der Scheide. Wo lang, Falk? Ja, erstmal erst hoch, erst mal gesagt. Die Treppe hoch. Die Treppe erstmal wieder hoch. Und dann gucken wir uns noch einen Titz. Wir machen für die Kamera. Okay, alles klar. Das ist schon wieder so ein. Schöner, weiter, schneller. Ja, ich habe auch fast ein bisschen Pipi in den Augen. Guck mal, da oben die Sonne, wie die über die Gipfel kommt. Also, dieses ganze Drumherum ist ja so ein. Eine Blase. Also, ja, so eine Riesenblase. Und dann stehst du plötzlich und hier. Und alles entschädigt. Ja. Leck Mio, Alter, Kids in meinem Alter gehen wandern. Ja, Kids in meinem Alter zerstören sich die Brücken. Kamut, wie komm du? Hier ist aber gefährlich. Wasserfall, wir hier lang. Wow. Wow. Ein geiler Pfad. Wow, Alter. Let's go. Alter, wie geil. Alter, ich muss ja vorher meine Flasche wegfahren. Schön, dass du da bist. Wow. Schädigen, wie du sagst. Okay, ja. So einfach. Ja, okay. Ja. Na, ist klar, wir gehen hier einfach oben rüber. Hopp. Alter, 500, das ist richtig geil. Ja. Richtig geil. Einfach mal. Ich hab das Bären gesehen. Ich dachte auch, irgendwie muss ich zusammenschlagen. Ja, das hat sich auch nicht gefühlt, ne? So Einzelkampf mit dem Bären. Ja. Ist heftig, ne? Alter, ganz ehrlich. Der macht Weg, das die Natur? Das macht die Natur. Krass, oder? Treppe. Ja. Wow. Ja. Wow. Ah, guck mal. Wie hübsch ihr seid. Komm, nehmt mit. Wir haben gerade 19% Steigung. Wir sind gerade am steilsten Punkt, ne? Das geht jetzt die ganze Zeit so hoch erstmal. Ich muss auch sagen, das sieht gar nicht so, auf Kamera sieht das gar nicht so steil aus. Aber das ist halt super steil.
Falk, behalt Mathe einfach in guter Erinnerung. Matze, nur, wir sind bei 1500 Meter gerade. Das ist mir egal, aber wie er hier läuft, ne? Wow, geil. Ja, ich mach weg. Maximal gar keinen Sinn. Zwei Kameras. Das ist wie eine rauchen und telefonieren beim Autofahren. Ja. Oh, hier ist runter, ne? Hier läuft runter alles cool. Hallo. 1500 Meter. Guck mal nach da unten. Ja. Guck mal, wo wir von lang gelaufen sind. Das habe ich auch noch nicht so gemerkt, dass wir so weit hoch sind. Alter, ja, guck mal, Ameisen. Da unten waren wir. Hey, auf Freund. Du hast vorhin den da. Guck mal rechts daneben. Nur mal so, verfolg mal. Ja, oh. Da oben. Alter. Was zur Hölle, Alter? Ich hab gedacht, da ist Schnee drauf. Das ist die Slowakei. Ja, ach stimmt, das ist Slowakei. Hohe Tatra. Ich hab hier meine Nike-Sneaker. Ich hab sowas von Grip. Steilwand. Alter. Warte. Aber wir sind gleich oben. Warte, ich hab mal das Kerze kommen, ne? Das musst du ja auch filmen. Ja, mach ich doch. Ja, mach doch. Läuft noch. Das ist schon krass. Ja, hier läuft irgendwas. Ja, hier läuft was. Ja, na klar, gehen wir da hoch. Wenn du hier wegzwischen, bist du auf jeden Fall ein bisschen auer. Alter. Jetzt mal zu wegstecken und konzentrieren, bitte. Nee, warte, ich muss kurz filmen. Guck mal, einfach runter. Hier, guck mal, soll ich dir zeigen, wie das geht? Pass auf. Yes, Alter. Geil. Was für ein geiler Trail. Richtig gut. Ja, ist klar. Es ist halt einfach 20 Meter Höhenunterschied. Ja. Alter, leck mich! Was ist das denn? Steil! Bestimmt auch voll, aber. Alter, wie krass ist das? Okay. Ich bin so dankbar für die Lampe. Wir sind gerade 1700 Meter hoch. Ziel ist da oben. Und wer bis hierhin geguckt hat, ne, der lässt jetzt einen Daumen da. Ran an Speck. Wo bleibt ihr denn? Falk sagt noch 20 Meter. 20 Meter, sagt Falk. 20 Höhenmeter. Das ist brennt. Es brennt, oder? Ja. Also jetzt gerade ist schon... Alter, was ist das für eine Optik? Kann ich gar nicht sehen. Super schön. Aber es brennt. Hunger. Auch ein bisschen Durst. Es sind ungefähr nur noch 200 Meter, dann sind wir am höchsten Punkt. Aber guck mal, wir gehen hier auf den Gipfel und da drüben auf der anderen Seite. Wohin? Warum ist halt hier jetzt, ne? Ja, auf jeden Fall sind wir an der Baumgrenze, ne? Nur mal so. Ne, wir bleiben jetzt hier erstmal kurz und machen mal einen Riegel. Ja. Ja, gut. Warte, ich prüfe kurz. Ja, ist okay. Ohne Scheiß, ne? Ich sag. Hallo? Hälfte. Wie Hälfte? Wir haben Hälfte. Für den Rückweg, aber ja. Nicht. Ja, und wie lange noch nach oben? Hälfte. Drei Stunden verbleiben. Ah ja, wie kann man so geil hier sein?
Alter, das ist das Beste, was geht, ne? Ja, ne? Kindheitstraum, sowas. Das ist einfach wie gemalt. Das ist einfach nur eine Leinwand, wo sie da Bock drauf haben. Little Wolf, Little Bursche. Aber morgen geht mir noch höher, oder? Nee. Nee? Also, ja, könnte man. Ja. Aber wir sind jetzt bei 1630 Meter. Der höchste Punkt ist bei 1830. Wir haben gerade richtig schön Pause gemacht in einer traumhaften Umgebung. So ein bisschen, naja, das, was man halt sucht ab und an, finde ich. Ja, ein Ruhepol. Ja, unfassbar schön. Naja. Es geht weiter. Nächste Ziel erreicht, würde ich sagen. Weiß. Ziel erreicht. Zum Glück nimmst du das auf. Ey, zum Glück nimmst du sowas auf. Ja. Es ist einfach unfucking. Ja. Stimmt, wir sind auf dieser Schneeebene. Guck, wir sind. Von Weitem denkst du so, da oben liegt noch Schnee. Ja, jetzt sind wir da oben. 700 Meter. Und wir sind noch nicht ganz oben. Alter, was? Das ist gut. Ich krieg sie auf die Kette. Ja. Das ist Next Level, oder? Ja, ja. Das ist ein anderes Level. Ja, ja. Absolut. Wie der Berg, der wirkt total... So, ja, guck mal, da ist halt ein kleiner Berg. Ja. Der ist nur 1700 Meter hoch. Wir haben gemacht. Das. Oh. Oh, wow. Oh. Wow. Eieiei. Alter. Wow. Alter. Wie grün das da vorne ist. Wie der Abfall ist einfach. Also, oh. Wow. Nach unten einfach. Kann das sein, dass er auch gleich an... Ey, du, das ist ganz schön gefährlich, ne? Ja, ja, aber trotzdem... Das ist nicht witzig, Freunde. Das ist echt nicht witzig. Das ist eins von beiden weg und so. Ja. Eins von beiden weg und du bist weg. Du hältst du nicht mehr an. Du hältst dann nicht mehr an hier. Jetzt. Du bist vorher dran. Oh, wollen wir ein Foto machen oder was? Hier kannst du dich nicht mehr fest, wenn du rutschst. Nein, rutschst du. Hier bist du weg. Ja. Du rutschst vorne bis zum Abhang und dann bist du weg. Das löst du auf jeden Fall, wenn du unten eine Folge erzählst. Schön, 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 schön. Jo, schön, schön. Schön, Doppel. Wow. Alter, das nimmt kein Ende. Was, Wie geil kann's denn sein? Ich hab's geschafft. Die anderen sind noch dabei. Alter, das ist nicht witzig. Also, kannst du mal nicht unterschätzen, ne? Richtig. Wo es ganz schön kalt ist. Hey, ich bin da. Ohne Punkt. Ey, ist Matze mit Sneakers. Ich krieg die Krise. Ja, aber einfach nur mal als Info, weil er zu eitel ist. Er hat ja Wanderschuhe bei. Ja, das stimmt. Er hat echt Wanderschuhe bei. Leute, ihr seht das im Video, hätte ultra kacke ausgesehen. Also, ist scheißegal. Der alle so wäre einfach nicht gestorben und das ist egal, ob er kacke aussieht. Oh, das wäre jetzt schlimm, wenn er stirbt. Ja. Das ist das, was ich gesagt habe, wir müssen noch einmal hoch. Und das ist ja 1800 da oben. Leute, das können wir nicht machen. Doch. Hier rutscht der Bus hier ab. Das ist ja okay. Wir müssen da hoch. Ja, aber da. Das ist ja, du rutschst hier bloß in den Tal ab. Das ist okay. Da fällst du halt lange, ne? Also irgendwann auch okay. Ja, aber du fällst aber nicht in die Schlucht irgendwo rein. Irgendwie ja, so, ja, dass du, das meine ich genau. Du rutschst einfach nur runter im Tal und musst dann wieder hoch. Richtig, richtig lange. Ja. Aber okay. Oh, Gott. Das macht doch keinen Sinn. Ah, wir verschätzen uns nie. Oh, guck mal die Abrisskante da unten an. Krass, oder? Ja. Boah, das sieht wild aus. Ja. Da klatscht er auf jeden Fall. Und du sagst, wir haben schon mehr als die Hälfte? Ja, jetzt her. Weil dann wäre Umkehren eine Option, wenn es jetzt ungefähr die Hälfte ist. Nur mal so. Nein, jetzt sieht gar nichts mehr umkehren. Geradeaus und weiter. Jo. Blick nach vorne und will jetzt nicht. Da sind wir hergekommen. Ja. Wir sind von. Da sind wir lang. Den Weg sieht man. Da lang. Und der Mann mit den Sneakern, den wird es nachher nicht mehr geben. Wenn ich mir dann den Film angucke, muss ich immer weinen. Ja, aber er hat es versucht. Versucht. Warte, ich muss gucken. Aber ich muss hier so tief laufen, damit ich nicht abrutsche. Aber wir machen die doch schon ein paar Leitern rein. Ja, ja, weiß ich.
Und ja, wir wissen, dass es dumm ist. Umkehren wäre genauso schwer. Matze hat gesagt, wir ziehen durch. Wir haben alle gesagt, wir ziehen durch. Aber wir wissen auch, dass es gefährlich ist. Und wir geben Acht. Menschen sind dumm. Aber die lieben die Herausforderung. Und wir geben echt Acht. Wir machen das vorsichtig. Wir wissen auch, dass es dumm ist, aber... Es ist halt irgendwie auch geil, ne? So. Aro. Ja. Das sind Nervenkitzel. Du hast doppelt. Okay, es ist jetzt 18:37. Wir sind fast oben auf dem Gipfel. Nach unserer super Pause, wo wir dachten, oh, jetzt gehen wir noch 20 Meter in die Höhe und dann sind wir da, haben wir jetzt nochmal 200 Meter zurückgelegt. Ich glaube, wir kommen jetzt gerade nach oben. Mal gucken, was wir jetzt sehen. Oh Gott, Alter. Anstrengend. Ich fand auch, 1830 Meter. Ich war eben auch ganz kurz am Limit. Also meine Oberschenkel brennen ganz schön. Ich konzentriere mich immer so nicht abzurutschen, ne? Ich glaube, da müssen wir auch durch. Das sind drei Seen, die alle zugefroren sind. Wir müssen hier über den Berg. Wo, was, wa? Ja, ja, das ist nicht weit. Das ist da. Ey, Leute, geil. 18:47. Abstieg, ich weiß nicht mal, wie der Berg heißt. Ich kann das nachher mal einblenden. Ist einfach zu hoch. Abstieg und Vorsicht. Oh nee, das wollen wir nicht. Oh. Wollen wir nicht. Alter, da ist ein Busch. Wow, wow, hier ist rutschig übrigens. Ich glaube, hier wird auch rechts rutschig. Alter. Oh Gott, oh Gott. Okay. Diese Aussicht, ne? So. Also, das ist gerade schwierig zu filmen, weil das sehr tricky ist. Wir sind auf dem Weg bergab. Wo wir hier gelandet sind, das war nicht der Plan. Das war einfach nicht der Plan. Aber so ist das immer bei uns. Das ist mal wieder. Ihr wisst, man sieht nicht, wie steil das ist. Wow! Okay. Achso, du meinst, deswegen sind die jetzt weg, oder was? Jo. Auch sehr geil, wa? Jo, wir gehen jetzt da hinten rum. Da ist eine Hütte. Da hinten ist die Hütte. Ja, ja, da hinten ist die Hütte. Und dann landen wir unten bei ihm da. Warte, wo ist er? Jo, da ist er. Ach, da. Da unten landen wir. Da ist er, da läuft er. Oh, krass. Ja, 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 ja. Runter, da wurde der Schnee runter. Da, zack, hoch. Ich würde sagen, Hände in die Füße. Und los. Ich weiß nicht. Wo sind wir da reingeraten? Ja. Vorsichtig. Oh, das ist krass. Okay. Das kann auch wehtun auf die Steine. Okay. Ja, aber die lucht sich. Es lucht sich leicht besser. Nein, nein, nein. Wie der geht. Ja, ja. Man muss auch immer einen Dummen geben. Der, ne? Erfolg gibt dir recht. Oh, krass, Alter. Boden angekommen, wo ich mich wohlfühle. Ich habe Angst, habe zu sterben. Warum? Da oben waren wir schon. Ja, ja. Ja, klar, da oben war irgendwo, waren wir schon. Alter, wie krank. Oh, die Hütte ist echt krass, ne? Oh. Alter, wir standen vorhin da oben und ich gesagt, was? Ja. Was? Da wollen wir noch hin? Wie soll das denn funktionieren? Hat funktioniert. Gut, ne? Meine Beine merken gerade, dass mir hier nicht mehr viel passieren kann. Jetzt fühle ich mich auch richtig gut hier, ja, an diesem See, was wir schon geschafft haben. Meine Beine haben. Sagen gerade, okay, jetzt kann ich die Euphorie nehmen, weil es sind noch 8,7 Kilometer. Na denn, los. Was? Aber ich weiß ja nicht, ob jetzt bei dem schwarzen Weg auch wieder Eis drin ist. Der würde noch gefährlicher. Ja, ohne Eis wäre geil. Wir steuern jetzt auf den schwarzen Weg zu, der halt sehr kurz sein soll. Wir gucken uns den Weg an und entscheiden dann aber ganz weise. Mir nämlich, die Zeit ist mir scheißegal. Hauptsache, wir leben.
Kurzer Fahrt und ab die Luzi. Alter. Den an. Ja, wie geil! Oh, jetzt Mike. Mike, guck, wo Matze ist. Oh. Oh. Fast den Fuß, Alter. Alter. Ey, wie gut war das bitte? Ich hab mir da oben fast das Bein gebrochen, ne? Ja, nein, gesehen. Oh, mein Arsch. Mein Arsch ist voll super. Ja, aber der ist nass. Die Frage ist nur, wie passt die Schnee runter? Oh, meine Tasche ist voll Schnee. Jo. Es ist alles voll Schnee. Alter, der war geil. Ja, jetzt müssen wir aufpassen. Ich mach Kamera aus, wa? Da. Es wird steiler. Alter. Oh, der Wehtan. Alter, er macht's. So er macht's. Nein, 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 der holt weiter. Scheiße, ich wollte den. Wo geht er hin? Wo geht er hin? Keine Ahnung. Oh nein. Oh. Ja. Oh, Matze, komm. Okay. Ah! Oh Gott! Ist mir kalt! Ja, ist kalt, ne? Ab nach unten, Leute. Ja, aber hier müssen wir laufen. Kein Bock mehr. Ohne Witz, so anstrengend. Immer einen auf diesen machen. Oh, das ist alles anstrengend gerade. Guckt euch das an, das ist einfach nur ein Träumchen. Also jeder, der sowas noch nicht gemacht hat, einfach machen. Ey. Jo. Wir haben es gleich geschafft. Wow. Wir haben es geschafft. Wir haben es echt geschafft. Wir sind auf 1420 Meter, ne? Alter, wir haben es geschafft, weil ich mich gerade freue. Ja. 3 Kilometer. Den Scheiß gerade, da freue ich mich gerade richtig. Ja, ja. Ja, richtig geil, Alter. Dass wir einfach keine, also 3 Kilometer weniger. Ja, naja, ja, auf jeden Fall haben wir gespart durch den Schwarzen. Aber es ist immer geil, wenn Mathe einfach keinen Bock mehr hat. Ja, und jetzt haben wir gesagt, ich habe die Schnauze voll. Jetzt reicht es mir aber. Alter, hat er gesagt. 20 Kilometer, leichte 20,4. Ja. 20,4 Kilometer. Der ist ja nur gerade. Aber links hat so weh getan, ne? Alter, Kamut, ne? Jedes Mal zum Ende hin bricht die das Ding nicht. Ja. Jedes Mal zum Ende. Wir sind gerade so schnell runter, dass ich einen Druck auf die Ohren habe. Echt? Ja. Alter, was hat sich denn jetzt gelöst? Der war doch eben noch nicht so laut. Oder? Ach so. Ich war gerade taub. Ja, genau. Ach Mensch, Alter, wir kommen aus dem Staunen gar nicht mehr raus, ne? Wie geil das hier aussieht. Ja. Ist hier ein bisschen dunkel. Was haben wir noch an Metern? 6 Kilometer. Ja, eben waren es noch 6 Kilometer bis zum Auto. Die ganz flott machen. Wir sind aktuell bei 21 Kilometer und 28.000 Schritte. Ja, seltsam. Auf so einem Berg waren wir gerade. Hätte ich nie gedacht.
immer wenn man sowas gesehen hat, ne, da gehst du ja nicht hoch, das guckst du dir von unten an. Ja, ja. Ach Quatsch, gehst du einfach hoch. Hat aber auch, also ich muss auch sagen, ich hätte nie gedacht, dass wir so hoch gehen. Nein, nein. Das ist ja okay, von unten aber da, wo wir am See waren, dachte ich so, das ist unser Punkt. So. Am Ende war man ja so ein bisschen gezwungen halt, ne? Ja. Hat ja keinen Sinn gemacht, das, zurückzugehen. Nee, das war ja der Punkt. Das haben wir ja auch kopfmäßig so festgelegt. Aber es hat ja keiner mit Mathe gerechnet, dass er noch zum zweiten See gehen wollte, wo über 1800 Meter. Wir sind noch irgendwas knapp 4 Kilometer bis zum Auto. Viel zu lang. Und es ist echt schon dunkel. Dunkel. Juhu! Alter, ey, wir sind hier, wo wir denn so gefeiert haben. 21:11 Uhr. Jetzt halt echt noch ein Stück, ne? Und wir sind 25 Kilometer unterwegs und jetzt sind wir endlich wieder auf diesem, dem guten Pfad. Auf dem Touri-Pfad hier. Oh, geil. Oh, guck mal hier, gerade Strecke. Yes. Oh. Geil. Geil. Na Mensch, oder? Geil. Fast geschafft. Ja. Da sind wir. Am Auto, ey. Ey, mir ist kalt. Ja. Also jetzt freue ich mich auf eine dicke Jacke. Und, wie immer, der Uhrencheck. Wow. 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 Oh, richtig geil. Kann nicht mehr! Halt's Maul! Der war noch nie grün!